Es kracht hier auf beiden Seiten stimmungstechnisch. Matchday 10, es geht um alles. Hollywood United in den, was ist es, Brombeer, Neon-Brombeer schwarzen Jerseys. Weiß, Orange, Grün, die Gönnergy All-Stars. Die Gönnergy All-Stars zunächst von links nach rechts. Ailesi und Koda. Das ist gefährlich. Hollywood United jetzt in Überzahl. Das müssen sie ausspielen. Schmitz, Schmitz, Schmitz! Fünfte Minute! 1-0 Hollywood United! Ballverlust von Ailesi und das kann gegen diese Umschaltmonster schwierig werden. Kodra sammelt den Assist und dann der eiskalte Jan-Philipp Schmitz. Das macht Hollywood United extrem gut. Also die laufen sehr gut an und sind im Umschaltspiel bockstark. Westerhoff, Westerhoff, unwiderstehlich. Nicolas Westerhoff. Rimbach, der sich auch spielerisch gemacht hat. Und das ist das 2-0. Nicolas Westerhoff. Da ist er doch, der Thomas Müller der Border League. Was habe ich schon über den gelesen hier? Jude Bellingham der Border League. Was auch immer, er leitet das selbst ein. Kodras Vorbereitung ist. Und es wird onside, heißt ohne Abseits die letzten drei Minuten der ersten Halbzeit. Wirklich viele Aufschläge nach oben, aber auch nach unten hatten in dieser ersten Border League-Saison. Heute spielen sie es verdammt gut. Schmitz und Reiche. Zweite Ecke, 2-2 nach Ecken, falls ihr neu seid. Und Kodra, der kocht schon wieder. Nächste Aktion von Steven Kodra. Und jetzt ist es soweit. Halbzeit 1 ist vorbei. Kodra und Reichel noch mit einem schönen kleinen, aber netten Privatscharmützel. Erste Hälfte ist vorbei. Jungs, wir führen 2-0. Wir brauchen gar nicht mehr so krass öffnen jetzt. Ey, gerade waren 4 Leute weg. Gerade letzte Aktion, 4 Leute waren weg. Das heißt, 2 bleiben mindestens immer, Jungs. Ja? Okay? Spiel ist freigegeben. Gönnergy in den grünen Hosen, in den schwarzen Hosen. Hollywood United und Gönnergy muss kommen. Handspiel, ja, nein, Matze? Also ja, ich würde sagen, der ist an die Hand gegangen. Das kann der Schiedsrichter eigentlich so nicht durchgehen lassen. Wir gucken mal zusammen drauf hier. Ja, das ist eindeutig. Also das darf normalerweise nicht gelten. Es gibt kein VAR. Tor zählt. Zählt. Ah. So, jetzt Steven Kodra. Einwurf von. Oh, das war. Also, das ist auch ein guter Mann. Marvin Ailesi spielt beim VfL Fichtal in der Mittelrheinliga, also fünftklassig. Dritte Ecke heißt Penalty gegen Reichel. Steven Kodra ist da der richtige Ansprechpartner, der Experte. Kodra gegen Reichel und wieder dieser Reichel abgepfiffen. Das ist genau das, was wir gesagt haben, dass uns der Schlussmann sehr gut gefällt. Und es wird Galaxy Fairplay. Wir gucken auf Knossi. Das ist aber ganz ehrlich. Das, und dann Matze Knob unten auch so. Ich sag dir, Matze, ich sag dir wirklich, ich höre dich. Steven Kodra ist übrigens mit Platzverweis gerade bestraft worden. Ja, das habe ich, ja, hab ich ja vermutet. Als er ihn nämlich gehalten hat, es war zwar nur ein leichtes Halten, aber wenn du diese Regel hast, dann darfst du so einen Fehler natürlich nicht machen. Jetzt die Riesenchance. Oh, und jetzt ist Rimbach da. Wow. Ja. So, und jetzt haben wir Maxi Beister. Maxi Beister gegen Rimbach. Beister! 2-2. Das gibt's nicht. Hollywood United kriegt den Ausgleich. Und es ist mit Ansage. Es hat sich wirklich nach dem Anschlusstreffer angedeutet, dass Hollywood, ich will nicht sagen, von der Rolle war, aber diese Sicherheit, die sie in der ersten Hälfte hatten, überhaupt nicht mehr ausgestrahlt hat. Und guckt ihr Monster an. Kriegt ein ganz großes Ohr. Zweiter Platzverweis haben wir oben schon drin. Und da müssen sie es mit 3 schaffen. Das hat nicht immer nur mit fußballerischer Qualität zu tun, sondern auch mit einer gewissen Coolness zur rechten Zeit. Und Gönnergy kann es jetzt. Mit Alici. Oh, Alici, 3-2. Gar nicht. Das die Gönnergy All-Stars auf dem Wege. Die waren schon weg, die waren schon raus. Final Four war geplant ohne Monte. Und plötzlich sind die wieder da. Und das ist Tom aufgespielt, Matze. Ja, er hätte fast vorher schon noch rüberspielen können, aber es hat sich fast angedeutet.
dass Hollywood, ich will nicht sagen, zusammengefallen ist, ein bisschen hart, aber doch unglaublich deutlich die Linie verloren hat. Und ich weiß gar nicht, warum. Und vielleicht erleben wir Monte und Sascha Hellinger. Sascha Hellinger ist direkt unten, doch noch in Düsseldorf beim Final Four. Für mich war keine Absicht, das war mein Gedanke. Aber die Regel ist, dass auch wenn keine Absicht vorliegt und unmittelbar der gleiche Spieler, der das Handspiel begangen hat, ja, ein Tor erzielt, das Tor hätte nicht geben dürfen.